Mit dem Martini Mert ist heute definitiv der Startschuss für die Wintersaison gefallen. Glühwein, Maroni und Maggenbrot. Zum vierten Mal findet der Martini Mert in diesem Jahr am neuen Standort auf dem Herrenacker statt. Über 150 Märtfahrer aus der ganzen Schweiz bieten noch bis morgen ihre Märtartikel an. Wir sind heute die Märtstimmung für Sie einfangen. Märtatmosphäre in der Schaffhauser Altstadt. Die Märthändler aus der ganzen Schweiz sind heute Morgen angereist und haben den Herrenacker in kürzester Zeit in eine Märzstadt verwandelt. Es wird angepriesen und gehandelt. Roba italiana, roba vera, roba originale. Parmigiano, Salame, Pecorino, Pasta fresca. Das kommt dann eher spontan. 153 Märtfahrer sind in diesem Jahr auf Schaffhausen gekommen, mehr als im letzten Jahr. Der neue Standort scheint also akzeptiert. Ich komme auf den Markt etwa seit 10 Jahren. Schon vorher war er ja in der Altstadt und jetzt ist er hierher gekommen. Und mittlerweile haben wir auch eine Stammkundschaft und das ist ein guter Markt. Ja, weil wir hier kommen wir schon seit 20 Jahren mit den klaren Spezialitäten und wir haben hier sehr viele Kunden und die wollen unsere Sachen und ja, macht auch Spass hier. Ja. Ja, Schaffhausen ist einfach wunderschön, sympathische Leute und es läuft sehr gut. Und es ist einfach schön da. Wir kommen jedes Jahr hier hin und es ist einfach ein Traum, um hier zu arbeiten. Heute Morgen allerdings sind die Märtfahrer gerade mal vor grosse Herausforderungen gestellt gewesen. Die Infrastruktur hat dem Aufbau nämlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, wir haben heute Morgen leichte Anlaufschwierigkeiten gehabt. Der Strom hat nicht ganz so wählen, wie wir uns das vorgestellt haben. Diverse Händler sind im ersten Moment noch im Dunkeln gestanden. Da hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt, bis wir dann das Elektrizitätswerk da hatten und die Angelegenheit wieder haben können beheben. Das Angebot am Martini-Märt ist auch in diesem Jahr ganz traditionell. Vom Magenbrot über Gewürz und Schmuck bis zu Duftlämpchen und Wollhändchen wird so ziemlich alles angepriesen. Der Trend zeigt allerdings, dass vor allem für die Feinschmecker unter den Märtbesuchern das Angebot Jahr für Jahr zunimmt. Also aus meinen eigenen Erfahrungen von den Anmeldungen, die ich überkomme, ist es schon so, dass der Trend von den Markthändlern aus Richtung Food geht. Also das ist natürlich immer etwas, was angesagt ist. Essen tut jeder. Man geht auch auf den Markt, um sich vielleicht mit Kollegen zu treffen und man tut dann da noch etwas rein. Aber der Trend vom Handel aus geht schon Richtung Food. Gegessen, das wird der Martini März auf jeden Fall. Ich gehe meistens wegen Essen und sonst einfach so ein bisschen zum Winter einläuten. Ja, weil es abwechslungsreich ist, schöne Stände, nette Leute und es gefällt mir da. Also jetzt haben wir gerade die Glarner-Pastetli für einen Heimweg-Glarner gepostet. Ja, vielleicht sieht man mal jemanden, den man schon länger nicht mehr gesehen hat, ein paar Schwätzchen halten. Ja, und eben etwas Gutes essen. Hey, lassen wir sind gut. Danke. Die meisten Märtfahrer haben jetzt in den Wintermonaten Hochsaison. Seit dieser Woche sind die Temperaturen passend deutlich kühler geworden. Bei rund 5 Grad heisst es für die Fahrer, jetzt bis morgen abends ausharren. Es ist aber schon hart, ja. Aber es ist okay. Wenn es wirklich eiskalt ist, nehme ich einmal jeden Hosensack in den Socken. Und wenn ich alte Füße habe, wechsle ich die Socken wechseln und dann geht das schon wieder warm. Das Halstüchle ist noch wichtig und einfach so. Ja. Immer zu tun haben, das gibt auch warm. Viel zu tun haben die Märtfahrer heute am Nachmittag auf jeden Fall. Die Märzstimmung in Schaffhausen gibt es noch bis morgens Abend am 7.